Willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute packe ich zusammen mit euch das neue MacBook Pro 14 Zoll mit dem M2-Chip aus. Ich habe mich für die Basisversion des 14 Zoll MacBooks mit den 10 Kernen entschieden. Es gibt sicher auch noch die Max-Version und das ist für Personen, die wirklich eine hohe Performance benötigen. Für mich reicht diese Basisversion vollkommen aus und ich zeige euch im Folgenden, wie das ganze MacBook sich anfühlt und welche Leistung es zeigt. Immer bei allen Apple-Produkten ist die Verpackung schon wirklich Hingucker oder ein Highlight. Neben dem MacBook befindet sich noch das 65 Watt Netzteil dabei. Wer mehr Power braucht, der muss dann sich entweder das zusätzliche Netzteil holen oder nimmt die größere Version des MacBooks. Neu ist, dass das Kabel mit einer Stoffhülle umgemantelt ist. Das fühlt sich sehr gut an und verhindert vielleicht auch Knicke. Das MacBook selber ist schon ordentlich schwer mit 1,6 Kilo. Haptisch fühlt es sich nicht mehr so nach Metall an wie die 13 Zoll Version, die ich früher hatte, sondern doch schon eher Plastik. Ausgestattet ist das Ganze mit einem HDMI-Slot. Ein SD-Kartenreader, das ist sehr praktisch, der ist auch sehr schnell, habe ich schon ausprobiert, und drei USB-C-Slots. Die Installation läuft sehr schnell und immer geräuschlos ab. Man hört auch kaum Lüftergeräusche, wenn man den Rechner laufen lässt. Der hat schon wirklich Performance. Als ersten Performance-Test nutze ich immer diese Aquarium-Simulation. Wenn man da auf 30.000 Fische geht, dann ist das für den Rechner schon eine ordentliche Performance. Ihr könnt oben den Link in dem Balken sehen. Ich werde sie aber auch noch unten in die Videobeschreibung posten. Hier zeigt sich die Performance wirklich des MacBooks. Man hört gar nicht den Lüfter laufen und es kommen immer noch ordentlich Frames per Seconds raus. Insbesondere wenn man das vergleicht hier zum alten MacBook Pro 13 Zoll mit einem i5-Chip. Das Einzige, was mir bisher negativ aufgefallen ist, ist wirklich der Sound der Keyboard-Tastatur. Die fühlt sich wirklich Plastik an und ist sehr laut. Ja, hier mein erstes Fazit. Also ich bin sehr zufrieden mit der Performance. Man hört kaum den Lüfter laufen des MacBooks, auch wenn man mehrere Dinge gleichzeitig macht, Videos schneidet oder sehr viel YouTube-Videos gleichzeitig offen hat. Da kann man nur sagen, top. Und gleichzeitig ist auch der Sound der Lautsprecher sehr gut. So, ich würde mich freuen, wenn euch das hier gefallen hat, dass ihr ein Like hinterlasst oder vielleicht sogar meinen Kanal abonniert. Bis bald.